Die sind wieder da. Das war aber eine große Runde. Na, haben die beiden dich müde gespielt? Was geht's? Können wir gerne öfter machen. Du, Fritz, morgen ist doch die Fantasy-Party und bist du dir ganz sicher, dass es dann hier ist? Was denn? Sein Laserschwert. Er denkt ja an nichts anderes mehr. Ach so, Mathis, na klar, versprochen. Kinderkram, ey. Na, das klang aber letztes Jahr noch ganz anders, Paddy. Ihr Laserschwert ist cool. Komm, wir müssen. Tschüss, Fritz. Bis morgen. Hallo. Hallo. Oh, lecker, was vom Chinesen? Oh, Finger weg, Paddy. Das ist nicht für euch. Zumindest noch nicht. Da bist du ja endlich. Guten Flug gehabt? Bis auf die Verspätung. Die nächste Dienstreise nach China kann mein Chef selber machen. Und, hast du es? Das blaue Wunder, ein richtiges Laserschwert. Habe ich von einem Straßenhändler in Shanghai. Du, sowas gibt es hier gar nicht. Ist was? Nee, nix ist. Keine Teleskopklinge fährt aus, kein Licht erscheint. Total tote Hose. Vielleicht fehlen nur die Batterien. Nee, Batterien sind drin. Hast du es denn ausprobiert? Ehrlich gesagt, der Taxifahrer musste los und Na toll. Das Ding ist kaputt. Und ich hab's Mathis versprochen. Als sein Patenonkel. Ja, dann muss ich eben versuchen, noch schnell eins zu kaufen. Oh, es tut mir so leid, Fritz. Hallo? Hallo? Hallo. Was ist denn das? Na, kann ich was helfen? Allerdings, ich hätte gerne ein Laserschwert. Dafür ist man nie zu alt, was? Sind leider ausverkauft. Was? Nein. Doch, schon lange. Morgen ist doch Fantasy-Filmfest. Mit Party. Da muss man doch hin, unter 1,50. Ja, ja, eben. Aber ich habe doch eins in Ihrem Schaufenster gesehen. Ach so, das? Das hat beim letzten Kampf ein bisschen gelitten. Weiß ich, ob das noch zu reparieren ist. Na klar. Das bekomme ich wieder hin. Halber Preis. Lichtschwert, heißt das nicht Laserschwert? Ach, die Kinder nennen das so. Aber da ist kein Laser drin. Ein Laser würde man von der Seite gar nicht sehen. Das ist ein scharfer, einfarbiger Lichtstrahl. Sehen Sie nur, wo er auftrifft. Stimmt. Dann ist die Spielerei da drüben wohl auch. Ein Laser, genau. Aber es gibt auch vernünftige Sachen mit Laser. Hier, sowas. ~72 cm. Besser als jeder Zollstock. Wow. Ein Laser als Zollstock? Wie geht denn das? Okay, das Gerät sendet einen Laserstrahl aus, knallrot. Der wird von der angestrahlten Wand zurückgeworfen und schwupp flitzt er zurück zu einem Sensor im Gerät. Dabei wird die Zeit gestoppt. Und weil der Minicomputer die Lichtgeschwindigkeit kennt, kann er genau ausrechnen, wie weit es bis zur Wand ist. Und zwar super genau. 1,52. Apropos super. Auch im Supermarkt werden Laserstrahlen gebraucht. Die Scannerpistole schießt Laserstrahlen auf den Strichcode und guckt, ob sie wieder zurückkommen. Mal wird der Strahl von einem schwarzen Balken verschluckt und mal vom weißen Papier zurückgeschickt. Der Kassencomputer liest sozusagen per Laser den Strichcode, hinter dem sich eine Warennummer verbirgt. Und schon weiß er, welche Ware es ist und was sie kostet. Nein. Jetzt aber. Ja.
1,29. Auch im CD- oder DVD-Player gibt es einen kleinen Laser. Der tastet die CD ab, die unter der Lupe gar nicht so spiegelglatt ist, wie sie aussieht. Lauter kleine Hubbel drauf. Spielt man die CD, legt der Laser strahllos. Trifft er auf die glatten Stellen, saust er zum Sensor zurück. Trifft er aber auf einen dieser Hubbel, verschwindet er im Nirgendwo. Aus der Abfolge von Licht und Nichtlicht errechnet der Player dann die Musik oder den Film bei einer DVD. Mit Licht kann man genauso gut auch andere Daten verschicken, in Glasfaserkabeln im Internet. Und die Lichtpost ist mit Abstand die schnellste Post der Welt. Hey! Hey Fritz, was hast du da? Nix. Das ist nur ein Baguette fürs Abendbrot. Wann fängt denn die Party an morgen? Ach, eigentlich um 3. Hast du bis dahin auch mein... Laserschwert? Klar, ein super Teil. So gut wie übergabebereit. So gut wie. Hey, da bist du ja. Los, schwing den Hintern auf. Essen ist fertig. Also, mach dir keine Sorgen, freu dich auf morgen. So gut wie. So, das müsste halten. Hallo, ich bin's nochmal. Susa, hast du was vergessen? Nein, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Guck mal, habe ich dir rausgesucht. Dr. Sille Balkenhol, Institut für Lasertechnik. Die kenne ich vom Yoga. Die ist ziemlich... Aber die kann bestimmt was mit dem blauen Wunder anfangen. Susa, das ist ja nett. Aber wie es aussieht, brauche ich das wohl nicht. Pass auf. Wow. Sag mal, ist so ein Laserding nicht gefährlich? Nein. Ja, aber im Film, da hauen die sich richtig damit. Suse, das ist ein Spielzeug. Film ist Film. Das ist ein Laser. Das ist eine Taschenlampe. Hier, habe ich auch an meinem Schlüsselbund. Da gibt's aber schon einen Unterschied. Das weiße Licht von der Lampe, das ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Lichtfarben. Der Laser aber... Der produziert ein absolut einfarbiges Licht und macht daraus einen scharf gebündelten Strahl. Guck mal. Ja, aber wie macht er das, dieses besondere Laserlicht? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Es gibt ja viele Stoffe, die leuchten, wenn man ihnen genug Energie zuführt. Wie zum Beispiel das Gas in einer Energiesparlampe. Oder künstliche Kristalle, wie in den LEDs. Setzt man die unter Strom, geraten die Atome darin in Bewegung und senden Lichtteilchen verschiedenster Farben aus. Photonen nennt man die. Zusammen machen sie Licht. Der Laser produziert dagegen nur eine Art und Farbe von Lichtteilchen. Und die bewegen sich alle gleich. Sie sind sozusagen auf einer Wellenlänge. Jedes Mal, wenn sie auf ein Atom treffen, kommt ein neues Photon dazu. Aber wie wird daraus ein Laserstrahl? Dazu braucht man zuerst zwei Spiegel. Die stehen sich direkt gegenüber. Zwischen den Spiegeln können die Photonen nicht entwischen und flitzen auf der gleichen Bahn immer hin und her. Und weil sie ja auch unterwegs ständig auf weitere Atome treffen, kommen immer mehr Photonen dazu. Auf die Dauer wird das dort zwischen den Spiegeln ganz schön eng. Aber nein, keine Angst, explodieren kann da nichts. Einer der Spiegel hat nämlich ein paar Löcher. Und dort können die Laserphotonen ausbüchsen. Einfarbig, dicht gedrängt und schön in einer Reihe. Und die machen zusammen den Laserstrahl. Weißt du, Suse, das ist im Grunde ein Übersetzungsfehler. In Amerika heißt das Ding Lightsaber, also Lichtsäbel. Und... Und was? Das Dings ist weg. Das Laser... Das Lichtschwert? Das gibt's doch nicht. Spurlos verschwunden. Wer macht denn sowas? Keks, hä? Du lässt hier einen Wildfremden reinspazieren, ohne einen Ton zu sagen, ja? Komm, ich lauf los und hol noch schnell ein neues. Es gibt keins mehr. Das war das letzte. Ein Vorführmodell. Eine Chance haben wir noch. Wer stört? Hallo, ich suche... Miam, mein Mittagessen. Nein, ich hoffe nicht.
Mein Name ist Fuchs. Fritz Fuchs. Entschuldigung. Ich dachte, Sie seien der Pizzabote. Fritz? Fuchs, genau. Der kleine Bruder von Suse Fuchs. Ha, sieht man. Ich habe schon viel von dir gehört. Ja, ich habe auch schon viel von dir gehört. Also lasertechnisch, da sollst du ja ziemlich sein. Ich habe hier ein echtes Laserschwert, das nicht funktioniert. Mit einer Gebrauchsanleitung auf Chinesisch. An was forscht ihr hier eigentlich? Hochleistungslaser für die Industrie. Ach, zum Schweißen und Schneiden? Ja. Yep. Ist das hier so ein scharfes Teil? Dieses Teil ist zumindest so scharf, dass wir es mit einer Laserschranke sichern. Wir wollen ja nicht, dass jemand reinspaziert und als Häufchen Asche wieder rauskommt. Auf gar keinen Fall. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesem gefährlichen Laser und meinem kleinen Pointer hier? Die Menge an Energie, die er aufnehmen kann und die er dann als Licht wieder abgibt. Pass mal auf. Danke. Man sieht ja gar nichts. Ja, nun warte doch mal. Ah ja, die Linsen, die bündeln den Laserstrahl... Finger weg! ...und wirken wie ein Brennglas. Genau. Die gesamte Photonentruppe marschiert auf einen winzigen Punkt zu. Und das kommt dann dabei heraus. Das nenne ich ja mal eine durchschlagende Wirkung. So ein starker Laserstrahl durchschneidet selbst harten Stahl wie Butter. Laserschneiden geht schneller und viel genauer als Sägen oder Stanzen. Der Laser wird von einem Computer gesteuert und auch die kompliziertesten Formen sind kein Problem für ihn. Laserroboter schneiden ganze Autoteile auf den Millimeter genau zu, damit hinterher alles perfekt zusammenpasst. Mit Laserstrahlen kann man aber nicht nur schneiden, sondern auch Dinge zusammenschweißen. Sogar riesige Schiffe. Was früher Hunderte von Arbeitern mühevoll von Hand schweißen mussten, machen heute die Laserroboter in kürzester Zeit und sehr viel genauer. So werden solche Riesenpötte schneller fertig. Und Laserstrahlen können noch viel mehr. Müll trennen zum Beispiel. Mit Laserstrahlen lassen sich unterschiedliche Plastiksorten erkennen und besser trennen. So kann mehr Plastikmüll wiederverwendet werden. Und das geht so. Der kleingehackte Plastikabfall fällt einen Schacht hinunter und wird von Laserstrahlen angeleuchtet. Ist ein falsches Teilchen dabei, wird es erkannt und von einer Luftdüse nach vorn gepustet. Direkt in einen Sammelbehälter. Nur mit Laserstrahlen kann man so viele Plastiksorten voneinander trennen. Und das ist sehr gut für die Umwelt. Wenn Laser so eine Wirkung haben, dann könnte es doch irgendwann wirklich echte Laserschwerter geben, oder? Ein Laserstrahl, egal wie stark, hört niemals nach nur einem Meter auf. Und wenn zwei davon sich kreuzen, dann funkt und sprüht es auch nicht. Also doch nur eine schöne Science-Fiction-Idee. Eine sehr schöne Idee. Aber in der Praxis haben Laser und Lichtschwerter nichts gemeinsam. Die funktionieren nur im Film. Oder als Spielzeug. Ja, wenn es denn funktioniert. Sorry, ist für mich auch nur chinesisch. Hallo? Pizza? Ja, nur aber. Das blaue Wunder. Ha. Wie, das können Sie lesen? Ja, kann ich. Ach so, ich job hier nur beim Pizzadienst. Eigentlich studiere ich Chinesisch. Was steht denn da noch drin? Entfernen Sie zuerst die kleine Schutzfolie am Deckel des Batteriefachs. Das ist ja zu einfach. Ja. Mit seiner Leistung von 500 Milliwatt erreicht der Laser eine Reichweite von 200 Kilometern. Was? Das ist ein echter Laser. Das ist kein Spielzeug. Wahnsinnig gefährlich für die Augen. Völlig sinnlos und total verboten.
Wo sind der her? Den hat Zuse von einem Straßenhändler in Shanghai. Zuse, der will dich was erzählen. Jetzt ist alles aus. Das eine Lichtschwert ist geklaut, das andere ist lebensgefährlich. Ach ja, armer Mathis. So eine Pfeife als Patenonkel. Hm? Ja, na klar. So könnte es gehen. Mit den LEDs und dem Schlauchrest, da baue ich ein Lichtschwert, das ich nicht zu verstecken braucht. Im ganzen Universum. Eigentlich ganz gut, dass Mathis den gefährlichen Laser nicht in die Finger bekommen hat. Natürlich kann man Laser auch zum Spaß benutzen. Aber das ist nur was für Spezialisten. Große Lasershows werden am Computer geplant und müssen gut vorbereitet sein. Lenkt man die Laserstrahlen in die richtige Richtung, zaubern sie schöne Lichtbilder und sorgen für gute Stimmung. Der Aufbau einer Lasershow dauert fast 2 Tage. Alles muss perfekt und vor allem sicher sein. Die starken Laser sind während der Show ständig in Bewegung. So strahlen sie immer nur für den Bruchteil einer Sekunde an die gleiche Stelle und können keinen Schaden anrichten. Handlaser dagegen sind gefährlich und kein Spielzeug. Niemals ins Gesicht leuchten. Das sind zum Glück nur Leuchtstäbe. Weil unsere Augen viel zu langsam sind, um die schnell bewegten Laserstrahlen auseinanderzuhalten, können richtige 3D-Kunstwerke und ganze Gebäude aus Licht entstehen. Wow. Das sieht gigantisch aus. Das ist was für echte Laserkünstler. So. Na, das ist doch mal ein Lichtschwert. Bist du immer noch sauer, weil ich mit dir geschimpft habe? Ist doch schon längst vergessen. Aber wenn nächstes Mal unangemeldeter Besuch kommt, ja, dann lässt du ihn nicht einfach wieder gehen, egal wer es ist. Möchte ja zu gern wissen, wer das andere Laserschwert gemopst hat. Ich wette, es hat was mit dieser Fantasy-Party zu tun. Du hattest recht, sie spielen Fußball. Was? Du hast ein neues Schwert gekauft? Und das ist viel toller als das andere? Na super. Ja, da hat der Dieb wohl zu früh zugeschlagen, was? Ja, okay, bis nachher. Ciao. Der Köder ist ausgelegt. So, jetzt passt es genau. Durch die Lichtschranke in Silles Labor bin ich draufgekommen, auf meine FFLLAA, auf meine Fritz-Fuchs-Laserlicht-Alarmanlage. Der Laserstrahl zielt genau auf die Hundehütte und trifft hier auf den Spiegel, der ihn weiterleitet zu dem Spiegel an dem Baum. Der schickt den Laserstrahl zurück zum Bauwagen. Und so landet er schließlich auf der Fotozelle, wenn nichts und niemand im Weg steht. Wenn allerdings jemand den Laserstrahl unterbricht, dann erwischen wir ihn. Mit Bild dazu. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Köder. Ja, ich weiß, Keks. Das ist riskant. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und jetzt ab in die Falle. Keks, du kommst heute mit rein. Sonst löst du noch aus Versehen einen Alarm aus. Was heute Nacht noch passiert. Ob der Dieb es wieder versucht und ob Mathis auch noch wach liegt vor Aufregung. Ja, gute Nacht, Keks. Endlich!
Endlich, es ist soweit. Ja, Mathis. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Dein Schwert ist weg. Alarm! Da ist jemand in die Falle gegangen. Och, nö. Schwanzwund. Keks. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht vor mir aus dem Bauwagen gehen. Jetzt hast du einen Fehlalarm ausgelöst. Was hast du denn da? Ein Freundschaftsbändchen. Woher? Dann war das gar kein Fehlalarm. Der Dieb war wirklich hier. Und du hast ihn erwischt, bevor er an der Falle war. Ja, du bist ja ein toller Wachhund. Ein ganz toller. Fritz, wo bleibst du denn? In der Ruhe liegt die Kraft. Hier ist dein Schwert, Mathis. Boah, das ist ein Lichtschwert. Danke. Keks, mein Lieber, jetzt bist du dran, du Supernase. Und such. Schönes Lichtschwert. Und so geschickt repariert. Selbst gemacht. Zeige dein Gesicht. Paddy? Kinderkram, hm? Möge die Macht mit dir sein. Und ich dachte, Paddy findet Laserschwerter doof. Das dachte Paddy wohl auch selbst. Aber die Macht war zu stark in ihm. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks und ich, wir drehen mal wieder eine Runde im Universum. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na komm, Keks.